Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Angebote der kommenden Woche, wir schauen sie uns an. Diesmal allerdings nicht wie zuletzt Aldi und Netto Markendiscount den ganzen Prospekt, beziehungsweise schon, aber wir schauen uns eigentlich alle Supermärkte an und ich zeige euch hauptsächlich die Highlights, sodass wir da so meine persönlichen Highlights, sodass wir da ein bisschen Fokus drauf legen. Und ich bin noch so ein bisschen in der Selbstfindungsphase, sodass ich noch nicht genau weiß nach wie vor, ob dieses Format hier überhaupt weiter existieren wird und in welcher Form es sein wird. Ich experimentiere da, wie gesagt, noch ein bisschen, deswegen weiterhin euer Feedback ist gefragt. Auch danke fürs Feedback beim letzten Video. Ja, und jetzt starten wir einfach direkt mal durch mit den neuen Wochenangeboten ab dem 20. Juni. Viel Spaß! Bevor wir loslegen, hier nochmal ganz kurz die Erinnerung, es gibt regionale Unterschiede. Wenn ihr hier etwas seht, was ihr wirklich toll findet, kontrolliert vorsichtshalber, ob es das auch bei euch gibt. Aber im Großteil sind die Angebote gleich. Wir starten durch mit Rewe. Hier haben wir direkt am Anfang Alpro-Produkte. Regulär kosten die so um die 2 Euro. Ist jetzt nicht der super Mega-Preis, vor allem erst recht kein Knaller. Aber 1,49 ist ganz gut. Schade, dass hier Rewe auch einfach nie die regulären Preise angibt. Ich meine, bei Obst, Gemüse, klar, das ist schwierig. Sehr gut ist auf jeden Fall ein Avocado für 66 Cent. Da gibt es nichts zu meckern. Kommt natürlich auf die Qualität an. Ich muss sagen, die letzten Male hatte ich immer sehr viel Pech mit meinen Avocados. Ja, also deswegen ist es immer so ein bisschen schwer, das auszumachen. Auch nochmal ganz kurz, ich werde trotzdem jede Seite zeigen, sodass die Leute, die einfach ja, das Prospekt gar nicht haben oder so, da kann man pausieren, aber ich gehe halt wirklich nur auf Highlights ein. Ja, das möchte ich dann hier an dieser Stelle nochmal ganz klar kommunizieren. Ich gucke immer ganz gerne bei der Käsetheke. Comté ist ein sehr guter Käse, ist regulär tatsächlich auch ein bisschen teurer. Deswegen, wenn ihr mal so einen neuen Käse probieren möchtet, ich empfehle euch einen Comté. Da muss ich aber auch sagen, manchmal, also das habt ihr vielleicht auch schon erlebt, manchmal ist so ein Käse irgendwie nicht so lecker, wie er das mal davor lecker war. Also manchmal sind die zu lange gereift, dann stinken sie wieder tot oder sonst irgendwie was. Und manchmal ist das so ein bisschen ein Glücksspiel, habe ich das Gefühl. Ja, Parmesan hier 1,99, da gibt es auch verschiedene Reife gerade. Ja, deswegen kann man das auch nicht genau sagen. Der ist jetzt hier zum Beispiel 24 Monate, es gibt auch welche, die 36 Monate gereift sind. Da muss man dann halt immer, ja, so ein bisschen vorsichtiger sein. Ein Knaller ist auf jeden Fall Buko, der ist regulär teurer und ich liebe Buko, deswegen ist das für mich auf jeden Fall eine schöne Sache und ich werde da sicherlich wieder zuschlagen beim Buko India oder ähnliches. Ist jetzt nicht, auch nicht der krasseste Preis, aber der Exquisa Käsesnack ist auf jeden Fall cool. Für Leute, die Müllermilch mögen, auch hier ein guter Preis und die Elinas griechische Joghurts, die kosten regulär auch knapp 2 Euro. Ebenfalls für mich persönlich sehr geil, Milram-Quarks, die kaufe ich mir nämlich ständig, die habe ich abends immer als Dip für irgendwas oder wenn ich mal Salzstangen esse, da ziehe ich immer durch einen Quark, die kosten regulär auch irgendwie 99 Cent, von daher auch hier ein guter Kurs. Definitiv sehr gut ist hier Konrad und Wiese, die kosten regulär 5, 6 Euro oder so, diese kleinen Törtchen, ja, die haben wir jetzt hier in zwei Sorten angezeigt, ja, da ist 2,99 ein super Preis, auch hier die Pizzen kosten regulär auch knapp 3 Euro. Soweit ich weiß. Eis kosten regulär 4, soweit ich weiß. Und Mövenpick-Eis kostet inzwischen 3,70 oder so. Von daher ist das hier ein sehr, sehr guter Preis. Also da kann man auf jeden Fall zuschlagen. Wie gesagt, vielleicht findet ihr auch, dass diese Iglo-Sachen hier ein Highlight sind. Aber ich finde, Iglo ist sowieso immer so ein bisschen grenzwertig teuer. Was hingegen sehr geil ist, ist dieses Laugenbaguette von Megle für 88 Cent. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, dann geht es jetzt hier weiter. Ist jetzt für mich persönlich nicht die geilsten Sachen bei, aber trotzdem eine Empfehlung ist mal die vegetarischen Alternativen oder auch veganen von Müller zu probieren. Die sind nämlich von der Rügenwalder Mühle. Die sind nämlich teilweise wirklich sehr, sehr gut. Weiter geht's. Hier sind ja Eigenmarken, da brauchen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, weil die immer recht günstig sind. So, hier ist jetzt nicht wirklich was mit Lebensmitteln, aber für die Männer unter euch oder die Frauen, die gerne Männerduschgel benutzen, ich persönlich finde dieses L'Oreal Carbon sehr geil, dieses Duschgel. Von daher, das ist gerade im Angebot, da werde ich vielleicht auch wieder zuschlagen. Ich mag den Geruch von dem tatsächlich ganz gerne. Whisky, ja, kann man auch machen, wobei ich gar nicht weiß, inwiefern das wirklich hier ein Knaller ist. Keine Alkohol unter 18, macht eure Gehirnzellen kaputt, zerstört eure Leber, macht es nicht. Knorr, für mich ein Knaller. Es ist, ja, Trashfood ist nichts Geiles, aber ich habe einen großen Knorr-Vergleichstest gemacht. Ihr erinnert euch vielleicht dran. Für mich das Beste, mit das Beste an diesen ganz einfachen Instant-Pötten. Besser als Maggi gab es auch einen ultimativen Test. 79 Cent ist ein guter Preis. Regulär sind die inzwischen bei 1,20 oder so. Würde ich euch empfehlen, wenn ihr solche Sachen kauft, hier wirklich ein guter Preis. Und auch hier der Onkel Benz mit 1,19 ist wirklich gar nicht mal so schlecht. M&M's ist auf jeden Fall auch eine Ersparnis. Toffifee weiß ich gar nicht, was die großen genau kosten.
Ravioli hier zum Beispiel noch, aber ich finde allgemein, wenn die regulär irgendwie 2 Euro kosten, finde ich sowieso ein bisschen viel für so eine Dose von solchem Industriezeugs. Ja, das war's mit Rewe. Wir gehen weiter zu Aldi. Da haben wir auch wieder sehr viel Aktionsware zwischendrin. Da werden wir dann auch ein bisschen flotter durchgehen. Hier Grillaktion haben sie wieder. Salat, auch hier Avocados, gut im Preis. Und ich muss sagen, Aldi ist nicht wirklich schlechter, was Avocados angeht. Also es hängt auch oft vom jeweiligen Supermarkt ab. Es gibt Märkte, die kontrollieren ihre Avocados, tun die dann weg. Und es gibt viele, und das habe ich auch schon bei Rewe gesehen, das habe ich schon bei Edeka gesehen, das habe ich auch schon bei Aldi gesehen, das habe ich schon überall gesehen, da matscht das alles rum. Und die werden nicht entfernt. Und wenn man jetzt nicht der erfahrenste Avocado-Käufer ist, dann kauft man einfach nur Müll. Und ich würde gerne mal wissen, wie viele Avocados, von denen die, ich sag mal, in die Geschäfte geliefert werden, wirklich am Ende genussreif und wohlschmeckend auf dem Brötchen landen. Ich wette, dass es weit unter der Hälfte ist. Ich wette, der Rest wird entweder im Laden weggeschmissen, zu Hause weggeschmissen oder sonst irgendwas, weil sie einfach nicht schmecken. Und es gibt einfach nach wie vor keine Möglichkeit, im Laden perfekt zu wissen, ob ein Avocado gut ist. Man kann den Reifegrad ungefähr bestimmen, aber ob sie dann wirklich schmeckt, ob sie nicht nur so ein Fake-Reif ist, weil das gibt es auch, die fühlen sich außen gut an, sind innen drin dann aber noch weiterhin, also weiter innen steinhart und wässrig, und es ist echt ein Trauerspiel, weil ich liebe Avocados, aber ich bin es inzwischen leid, die Dinger regelmäßig wegtun zu müssen, weil sie einfach ungenießbar sind. Genau, hier so diese Froster-Sachen, das ist jetzt nicht der krasseste Preis, hier mit 1,79 Preis, krasseste Preisnachlass, hier zeigen sie auch den Preisnachlass an, das ist sehr löblich. Butter ist auf jeden Fall teuer geworden. Hier steht dann jetzt auch Aktion. Das heißt dann so viel wie, es gibt gar nichts günstiger. Regulär gibt es sie halt nicht bei Aldi, deswegen Aktion. Brunch ist hier ein ganz guter Preisnachlass. Manchmal hole ich es ganz gerne. Und hier die Wagner Picolinus, auf jeden Fall gar nicht schlecht. Koppenrad und Wiese, 25% für diese Kuchenplattenauslese. Da gibt es ja auch ein paar Videos bei mir. Tender finde ich ganz lecker. Ist jetzt hier Mars M&M sogar. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie groß die andere Packung war, aber 50% Preisnachlass bei Aldi ist geil für die Celebrations. Finde ich das ja auch nicht schlecht. Und guck mal, hier haben sie den Balsen auch im Angebot. 1,39, wie viel war es jetzt bei Rewe? Können wir doch nochmal ganz kurz reingucken. Irgendwo waren noch hier die M&Ms und auch der wie gesagt, dieser Kuchen war doch hier irgendwo. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo der hier war. 1,69, also ja, ist nochmal ein deutlicher Unterschied. Und die M&Ms, wir haben hier je 255 Gramm Packung, also Kilopreis von bei den Crispy. Achso, bei den M&Ms Peanut, Kilopreis von 6,63, hier haben wir Kilopreis von, zeigen sie jetzt gar nicht an. Okay, kann man nicht genau vergleichen. Ich schätze mal, sie sind gleich teuer, weil die Packung hier ist größer. Okay, Highlight, Ben & Jerry's ist nicht der krasseste Preis. Die gab es ganz selten auch schon mal für 3 Euro. Inzwischen kosten sie ja 6,50. Das muss man als das neue Normal betrachten. Aber 2 Euro Preisnachlass ist schon gut. Problem ist oft, Discounter haben nicht die krassesten neuen Marken. Nogga-Eis immer wieder gut. Magnum hier eine sehr große Packung. Das finde ich dann wieder ein bisschen blöd, weil hat man 6 Mal das gleiche Eis. Von daher würde ich das jetzt hier nicht als irgendwie super Preisnachlass bezeichnen. So, das sind jetzt hier die, ja, Badangebote. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht drauf eingehen. Bambus finde ich ein sehr guter Preis, 20 Euro. Überlege ich echt, was zu holen. Wäre sehr cool hier so auf dem Balkon nochmal dazu. Ich wollte schon immer viel Bambus haben. Aber meistens ist das recht teuer, vor allem wenn man es irgendwie im Baumarkt kauft oder im Gartenmarkt. Ja, hier noch andere Pflanzen. Ich bin großer Freund davon, bei Aldi Pflanzen zu kaufen, weil die eigentlich echt immer super Qualität haben. Da gibt es nichts zu meckern. Hier Gartenangebote auch, ja. Wie gesagt, pausiert gerne, schaut nochmal genau drauf. Das ist jetzt hier, haben sie Nusswoche, Woche der Nüsse. Da könnt ihr einmal alle Nüsse durchprobieren. Hollandwoche. Das ist tatsächlich auch eine Marke, die findet man in den Niederlanden auch. Die bestehen hauptsächlich aus Zucker. Also wirklich, man merkt richtig, dass da mehr Zucker als Schokolade drin ist. Heineken ganz lecker, dann hier so Frikandeln und sowas. Frische Frikandeln, interessant. Kibbelinge, Gouda, Poffertjes vom Jahrmarkt oder von der Kirmes, sehr geil. Boah, ich freue mich schon, hoffentlich ist dieses Jahr Kranger Kirmes. Da wird auf jeden Fall hingegangen. Und ja, vielleicht sollte ich mal Bescheid sagen, vielleicht trifft man sich da auf ein Bier oder so. Mal schauen. Was haben wir noch? Nicht auf ein Bier, denn ich habe ja gerade, ich meine auf ein alkoholfreies Bier natürlich, denn Alkohol ist nicht gut für euch. Ich trinke auch nur alkoholfreies Bier und Wasser. Simply V, Preisnachlass, ja, 23%, finde ich aber empfehlenswert, weil es wirklich eine sehr leckere vegane Alternative ist. Auch hier Garden Gourmet,
Die machen meiner Meinung nach mit die besten veganen Produkte. Ja, sie gehören zu Nestle, aber es ist immer noch besser, dass Nestle vegane Produkte macht, als dass keiner vegane Produkte macht. Versteht ihr? Ne? Deswegen kann ich persönlich das überhaupt nicht nachvollziehen, wenn man kritisiert, wenn vegane Produkte von Nestle sind. Also ich verstehe es, aber es ist nicht richtig, weil wie gesagt, die sind es, Nestle ist es, die solche Produkte massenmarkttauglich machen und damit mehr Leute dazu bringen, Fleisch auch mal auszutauschen. Und das ist das, was man will. Ja, deswegen ist es an meiner Meinung nach an der Stelle falsch zu kritisieren, wenn vegane Produkte von Nestle oder anderen Großkonzernen kommen, die ja Dreck am Stecken haben, aber wie gesagt, es hat auch seinen Nutzen irgendwo. Vegane Mayo von Aldi, okay, das wusste ich gar nicht, dass es die auch gibt. Hat die schon mal jemand probiert? Dürft ihr mir mal gerne schreiben. Sonst hier nochmal Grillzubehör, hier die Mandel ist immer sehr teuer, also der Preisnachlass ist schon gut. Aber ich persönlich finde diese Mandeldrinks alle viel zu teuer. Haben wir hier nochmal Snickers. Der hier, sehr empfehlenswert. Der Milka Schokosnack, habe ich natürlich für euch getestet, sehr lecker. Und hier diese Seidlets, diese Laugencracker, die sind der Shit. Bekommt eine ganz dicke Empfehlung von mir. Das ist wirklich ein sehr guter Preis, Waschmittel und so weiter. Und dann hier nochmal ein paar andere Sachen. Wir kommen zu Edeka. Ja, immer sehr nett gemacht, die Prospekte, wobei das auch immer von dem jeweiligen Händler abhängt, wie die Prospekte gemacht sind, denn Edeka, die haben oft so, Namen wie Edeka XY, Edeka Müller, Edeka, was weiß ich, Bernd, oder, keine Ahnung, auch hier Avocados im Angebot. Also ich habe oft mit Edeka ganz gute Erfahrungen gemacht bei Avocados, aber hauptsächlich mit einem Edeka in der Märkischen Straße, vielleicht lag es dann eben auch an dem Laden, die haben aber diese, obwohl, jetzt sehe ich die hier gar nicht mal. Das war so eine Edeka von, wie heißt die Marke nochmal? Ah, jetzt fällt es mir nicht ein. Mit so einem leicht lila-grünen Sticker. Die waren immer sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wie gesagt, könnte aber auch Zufall gewesen sein, dass das da immer ganz gut war. 1,11 Euro, ja. Die sind auch oft größer. Die von Discountern sind auch oft ein bisschen kleiner. Ne? Das ist mir aufgefallen. Sprich, man zahlt weniger, ja, aber die Avocados sind auch kleiner. Also da muss man dann halt auch mal so ein bisschen überlegen. Ansonsten hier Obst, Gemüse, ist jetzt nicht so interessant. Wie gesagt, da könnt ihr trotzdem dann gerne pausieren, wenn euch da was interessiert. Kommen wir jetzt zu den interessanten Sachen. Leerdammer, manchmal ganz gerne. Frisch am Stück, schmeckt er aber nochmal ein bisschen besser. Steht hier kein Vergleichspreis, aber der kostet regulär, glaube ich, auch 2 Euro. Von daher finde ich ihn ganz gut. Galbani, ich würde euch den Rewe Bio Mozzarella empfehlen. Der ist richtig gut, finde ich. Genau. Dr. Oetker Puddings hier, 1,79, sorry. Das kostet regulär 2 Euro, das ist kaum Angebot hier. Auch diese hier und die, also ja, es ist ein paar Cent günstiger, aber ich finde es ich find's immer noch zu teuer. Die Kirschgrütze habe ich auch mal für euch getestet. Grüße gehen raus an Timo. Sehr lecker auf jeden Fall. Oatly Eis ist auf jeden Fall, mein Gott, ist auf jeden Fall ein guter Preis. Ja, die kosteten regulär 5 oder 6 Euro, deswegen für so ein neues Produkt okay, für den Nachlass. Das Tolle an den Eis ist, die sind super lecker. Also ich hatte den Chocolate Fudge und tatsächlich auch diesen Sorted Caramel. Ich glaube, der Schoko war es. Der hat mich richtig begeistert und auch die anderen waren ganz lecker. Das hier ist nicht wirklich ein Knüller, weil die kosten regulär auch nicht so viel mehr. Deswegen keine Ahnung, was das hier wieder soll. Breyers Eis, 5 Euro. Kauft es nicht. Ist meiner Meinung nach viel zu teuer. Little Moons, 3,99. Das ist ein guter Preis. Da könnt ihr auf jeden Fall mal zuschlagen. Wie gesagt, Lufteis, also Luft mit Süßstoff und Wasser für 4,99, never ever. Bruno Gelato Spaghetti-Eistorte und kleine Info schon mal, steht schon im Eisschrank, werden wir uns ein Video zu anschauen. Glücklich Eis, 3,33, sehr guter Kurs, das ist eine kleinere Eis, deswegen wird es den wahrscheinlich eher so im Westen Deutschlands geben oder eher so Region Ruhrgebiet. Die kommen aus Kamen, wie heißt der Quatsch jetzt nochmal mit K? Fällt mir jetzt nicht ein. Weiß überhaupt was mit K? Egal. Jedenfalls westlich von Dortmund kommen sie irgendwo her und die gibt es hier in einigen Supermärkten. Die machen teilweise ganz leckeres Eis und hallo, es gibt ein Bibi und Tina Eis. Was geht ab? Muss man sich auf jeden Fall anschauen. Dann weiter geht's hier unten mit Kulinaria, ne? Die ist regulär auch ein bisschen teurer. Ich habe immer noch nicht diese Gyros-Version davon probiert. Das muss endlich mal gemacht werden. Ofenfrische. Katjes Milchkater, kauft die normale Version davon. Sehr gut, sehr empfehlenswert. Diese Nudeltöpfe hier, 1,69, ich mag die manchmal ganz gerne, wenn es mal schnell gehen muss. Aber 1,69 ist hier nicht wirklich ein Knallerpreis, ist ein kleiner Nachlass. Oreo, okay, ja. Die versprechen oft mehr, als sie halten, meiner Meinung nach. Kaffee,
hier hatte ich mal den kräftigen von. Der ist recht stark dann, aber schmeckt ganz gut. Lavazza 10,99. Ich habe länger keine Bohnen mehr gekauft, aber dieser klassische Crema davon, der ist wirklich ganz gut. Also wenn ihr da jetzt besser wisst, der kostet regulär 13, 14 Euro, dann würde ich sagen, das kann man mal ausprobieren. Ich mag den tatsächlich ganz gerne. Auch hier haben sie den Balsen im Angebot. Warum sie das nicht verteilen, weiß ich gerade nicht. Oder ob die sich irgendwo absprechen. Jedenfalls, ja, bei all diesen am günstigsten. Dann wisst ihr, wo ihr ihn kaufen solltet. Dann auch hier wieder Backmischung, wo einfach nur Mehl und Zucker drin ist und alles andere man selber kaufen muss. Ja, hier so Kichererbsen, das interessiert uns jetzt nicht ganz so. So ein bisschen Eigenmarken, ja. Inflationsstopp, ah ja. Boost Energy, mag ich tatsächlich ganz gerne. Ja, kann man also mitnehmen. Ich bin kein Fan von diesen großen Flaschen, aber nicht schlecht. Hier haben sie ein bisschen Alkohol, kuschelweich, wegen den Beeren, immer empfehlenswert. Auch hier haben sie das Man Expert. Okay, gibt dann auch wohl wieder Überschneidungen. Ja, und das war's dann hier tatsächlich auch schon mit Edeka. Wir kommen zum Lidl-Prospekt, der oft mit die geilsten Sachen anbietet, wie ich finde. Und da sehen wir direkt auch schon hier. Hier kommen wir sogar auf unter 1,79 wie bei den anderen. 1,75 sogar nur. Auch hier Red Bull 85 Cent. In einem anderen Prospekt waren die bei Aldi waren es für 88 Cent drin. Also hier unterbietet Lidl tatsächlich nochmal. Und die haben auch meiner Meinung nach öfter so Trendprodukte. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde, die sind so flotter dabei, Trends mitzunehmen. Ja. Croissants, Laugenknoten, die sind ganz lecker, ja, die sind wirklich gut, kann ich euch empfehlen. 3+2 gratis, ja, da muss man 5 Stück kaufen, kann man sich einfrieren, kann man sich wieder auftauen. Ben Jerry's Eis hier 4,99, nicht so der Knaller, aber was hier gut ist, Achtung, hier wird zumindest der Oh My Banoffee Pie gezeigt. Das bedeutet, ihr würdet hier vermutlich, außer sie sind so blöd und machen einfach irgendein Foto dahin, was am Ende nicht im Laden ist, hier würdet ihr eine der neueren Sorten bekommen bei Lidl. Und das ist natürlich schon ziemlich cool. Das muss man ganz klar sagen. So, hier habe ich persönlich jetzt, ich meine gut, für Zott, ne, ist ein super Preisnachlass, 43%. Made for Meat ist 20%, die finde ich persönlich aber ganz lecker. Pepsi Mirinda, ich mag gerne Pepsi Light und tatsächlich auch die 7-Up mag ich gerne. Die müssten dann noch, genau, die sind ja dann auch im Angebot. Die finde ich sehr gut. Hier Rana sind aber die großen Packungen. Ist ein super Preisnachlass, 50%. Also da gibt es nichts zu meckern. Das ist echt krass. Man hat dann halt nur eine große Packung, muss man sich ein bisschen aufteilen. Dann macht jetzt Michalski, der Designer, hier Sachen für Bart und so. Also hier wollen wir jetzt mal so, springe ich tatsächlich jetzt mal ein paar Seiten drüber. Wobei, vielleicht hat manch einer von euch wirklich keinen Prospekt, deswegen mache ich jetzt hier doch mal ganz kurz, dass ihr wenigstens pausieren könnt, falls ihr davon was sehen wollt. Ja. Ist ja so ein, ich bin so ein interaktiver, sich bewegender Prospekt so ungefähr. Oh, jetzt fliegt hier der Inteil gleich schon weg. Stellt auch 4K-Auflösung, ne? Dann könnt ihr auch gegebenenfalls die Sachen besser erkennen oder einen Screenshot machen, nochmal ranzoomen, wie gesagt, falls ihr selber keinen Prospekt habt. So, das kommt jetzt weg. Fenstergitter und all so ein Quatsch brauchen wir jetzt hier nicht. Auch hier wieder Pflanzen als Aktion. Da behaupte ich jetzt mal, dass ihr hier als Food, als Besucher eines Foodblocks auch jetzt nicht den größten Wert drauf legt. Bademoden, Würstchen für die Grillsaison. So, Cornetto, ne? Ist ein guter Preis, diese Cornetto Soft, die sind manchmal tatsächlich ganz lecker, muss man nur so ein bisschen antauen lassen. Dann geht es wirklich so ein bisschen Richtung Soft-Eis. Auch hier Alpro für 1,49. Hier die Kinder-Pingui-Packungen, die sind aber auch, glaube ich, etwas größere, meine ich. Bei Lidl, ich bin nicht ganz sicher. Okay, hier haben sie Balsen-Kekse nur. Kölnflocken, die klassischen davon mag ich sehr gerne. Von daher 99 Cent ist dann von 1,49 auf 99 Cent ist ein guter Preisnachlass. Hier haben wir American-Woche. Ein bisschen mit so hier McAnany die Klamotten, aber die kommen ständig. Deswegen bin ich jetzt der Meinung, dass das nicht hier super erwähnenswert ist. Neu hingegen sind die Breakfast Bites. Okay, das ist wirklich amerikanisch. Der Double Burger und Hot Wings Marinade. Das kommen wir auch nochmal hier zum Wochenende. Da kommen meistens die krassesten Kracher.
Pancakes, Ahornsirup, brauche ich alles nicht. Vieles aus den USA mitgebracht, werdet ihr noch sehen. An vielerlei Stellen Info, das Walmart-Einkaufsvideo, wo wir durch Walmart gehen, geht, Achtung, eine Stunde. Und dann gibt es noch ein 45-Minuten-Video, wo wir uns die ganzen Einkäufe aus New York anschauen. Also es wird noch einiges kommen und natürlich auch noch zwei Reisevideos, die ich aber jetzt jeden Samstag veröffentliche, weil einige Leute nicht hinterherkommen. Und ganz ehrlich, ich möchte halt nicht, dass die Videos dann auch einfach nicht geguckt werden, weil man keine Zeit hat. Deswegen muss ich euch einfach mehr Zeit geben, sonst wäre die Arbeit einfach zu schade. Ich weiß, es gibt Leute, die sind traurig, die wollen am liebsten jeden Tag eins haben. Aber da bitte ich einfach um Verständnis, dass ich halt einfach auch möchte, dass die Leute Zeit haben, das auch zu gucken und dass es nicht einfach durchfällt. Genau, hier nochmal ein bisschen Cola. Ich bin manchmal auch ein Freund davon, solche Dosen zu holen. Das ist jetzt natürlich nicht das Beste für die Umwelt, aber ich spende auch über Amazon zum Beispiel für den WWF. Deswegen so ein bisschen Ausgleich habe ich da. Deswegen, ich will mich nicht von Sünde freisprechen, versuche das aber auch manchmal so ein bisschen auszugleichen, wobei ich da sicherlich auch mehr machen könnte. Gerade durch den Flug in die USA hat man dem Planeten nicht gerade was Gutes getan. Aber deswegen, meistens kaufe ich Flaschen, aber diese Dosen, ich bin ein großer Freund von, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war's dann auch schon mit Lidl. Bis auf das Ben & Jerry's Eis, nicht so wirklich krasse Highlights. Dann haben wir noch Netto Markendiscount. Hier Milka, ich wollte schon lila Pause sagen. Milka 59 Cent ist auf jeden Fall nicht schlecht. Grünländer, vergangenen Samstag wieder ein Einkaufsvideo gemacht und da hätte ich gerne den Grünländer für 1,39 gehabt, denn ich habe den regulären Preis von 1,99 bezahlt. Werdet ihr in dem Video dann tatsächlich sehen, das wird nämlich auch noch veröffentlicht. Wenn ihr viel Platz habt, 3 Stück für 5 Euro, das ist ein super Preis. Keine Frage, habe ich natürlich alle für euch getestet. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich das klassische Bourbon Vanille für euch getestet habe. Ja, es wird hier wohl so Megapacks verkauft. 3 für 5,97 und 2 gibt es dann gratis. Also 5 Stück für 6 Euro. Guter Preis. Man muss aber, wobei so viel billiger ist es dann auch nicht als bei den anderen. Man muss dann aber auf jeden Fall eine Menge Platz haben. Also das ist dann wirklich so. Ich weiß nicht, ob man dann solche Massen sich da kauft oder so eine ganze Palette Ananasstücke. Avocados im Angebot, wer hätte das gedacht? Lidl hatte, glaube ich, nur keine, ne? Sonst hatten sie alle was, 88 Cent. Also nächste Woche ist Avocado-Time. Ihr könnt euch mit Avocados in fast jedem Supermarkt eindecken. Creme Vega. Schreibt mir mal jemand, ob die lecker ist, ob ihr die schon mal probiert habt. Ich kenne sie tatsächlich nicht. Sensational Bratwurst, auch wieder hier was 2,49, ist nicht wirklich viel billiger als woanders. Ja, die kosten sonst knapp unter 3, glaube ich. Wie Happy. Vegane Burger Patties, ich sag euch, der Shit, die sind richtig, richtig, richtig gut. Bekommt eine Empfehlung von mir. Auch hier nochmal so, ja, nicht vegane Grillartikel, Fleisch hier auch. Hier haben wir zum Beispiel auch das Milka-Eis für 3,33, also nicht wirklich billiger als ich glaube, das war Rewe. Hier, Gustavo Gusto, 18% Rabatt, ja, 4,29, 3,49. Ich sag mal, ist erwähnenswert und da gibt es halt wirklich sehr gute Pizzen. Von daher kann ich euch sagen, dass das eigentlich ein Kauf durchaus wert ist. Auch hier diese Nussdinger von Koppenrad und Wiese, die finde ich ganz lecker. Und auch hier ist der Preisnachlass nicht so hoch. Aber wenn man eh sowas kaufen wollte, dann kann man das natürlich dann irgendwie mitnehmen. Logischerweise, grundsätzliche Aussage, lohnt es sich natürlich nie für 1-2 Angebote zu einem Supermarkt hinzufahren, der viel weiter weg ist als der eigene Supermarkt um die Ecke. Da verfährt man mehr Sprit, gerade heutzutage, als irgendwas anderes. Orientaler. Es ist fast eher so ein kleines Brot. Sehr lecker, kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Ist richtig gut. Netto Markendiscount Backwaren hatten wir auch getestet. Könnt ihr euch auf meinem Kanal anschauen. Salzstangen kaufe ich immer gerne. 99 Cent ist ein ordentlicher Preisnachlass. Auch die Linsenchips von Funny Frisch, die finde ich tatsächlich ganz lecker. Ja, Mann, Wind, ist gut. Wir wissen, dass du da bist. Ja. Hallo? Warum geht denn das jetzt hier nicht? Limo-Bier. Na dann. Zahnpflege. Ach, das ist diese TV-Werbung. Original. Ja, da werden die Zähne strahlend weiß und der Bart wird perfekt geschnitten. Elvital-Shampoo. Ja, hier Tonerde, ich sag euch. Geilste Geruch von Shampoo ever und Spülung. Hier ein bisschen Zeugs für nebenbei. Jetzt sind wir hier beim super Wochenende. Spanferkelbraten. Maika Curry King. 1,49. Die ist ganz lecker. Aachener Pflümli mag ich auch ganz gerne. Kronenbier, das wird es sicherlich nicht überall geben, denn das ist Dortmunder Bier.
Das wird dann eher hier in der Region zu haben sein. Dann haben wir so ein bisschen Spielsachen, Klamotten für Kinder. Hier auch noch. Boah, geil, die Bettwäsche, die will ich auch haben. Und dann kommen wir hier schon zur vorletzten Seite. Und es macht sich etwas Ernüchterung breit, bis auf den Rockstar, der mit 84 Cent wirklich günstig ist. Sind jetzt hier nicht die krassesten Angebote bei Netto dabei. Zuletzt kommen wir noch zu Kaufland. Und bei Kaufland, da habe ich noch nicht den Bogen raus, denn die haben ja immer Angebote, die ab Donnerstag losgehen. Deswegen gucken wir uns jetzt hier nur die Angebote ab Montag erstmal tatsächlich an, bis zum nächsten dann. Und ich weiß noch nicht genau, es gibt ja kaum welche, sehe ich gerade mal. Ich überlege, ob ich dafür ein eigenes Video mache oder ob ich dann sonst einen Vorgriff mache auf die Woche danach, was eigentlich Sinn macht. Aber ich möchte eigentlich irgendwie bei den Papierprospekten bleiben und eigentlich nicht den Online-Prospekt benutzen. Ich habe mich dazu noch nicht durchgerungen, deswegen machen wir jetzt hier erstmal nur die paar Angebote, die von Montag bis Mittwoch da sind. Fischstäbchen, Backfischstäbchen, -46%, sehr gut. Die Brezelstäbchen sind super lecker. Ich weiß gar nicht, ob es die Spinatstäbchen noch gibt, die waren auch lecker. Aber die Brezelstäbchen sind richtig lecker. Die schmecken jetzt nicht krass nach Brezel, aber sie schmecken einfach so sehr gut, wie ich finde. Ja, Babybel, Proteinquatsch. Trinke ich manchmal auch sehr gerne. Die Starbucks-Getränke aus dem Kühlregal. Hier ist auch 31%, ein ganz guter Preisnachlass. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Kids World Pudding Dessert mit Paw Patrol. Ah ja. Ach, der Krümel-Eistee. Leute, ich habe das Zeug früher pur gefressen. Ich liebe es. 66 Cent ist ja echt geschenkt. SZ-Schnitten, halber Preis. Sehr guter Preis. SZ-Schnitten schön aufs knusprige Brötchen oder so drauf. Sehr empfehlenswert. Pickup, ich kenne jetzt nicht den regulären Preis. 1,19. Ja, und dann war es das tatsächlich auch hier schon. Hier auch Rockstar, sogar nochmal 1 Cent oder so günstiger. Auf jeden Fall auch empfehlenswert. Und auf jeden Fall, das Pirulo Wassermelone ist ein super leckeres Eis. Auch hier das Kaktuseis, hier auch eine Empfehlung von mir. Und das war's. Ja, also euer Feedback gerne zu dieser Videoreihe nochmal in die Kommentare. Ansonsten eure Highlights aus dem Prospekt auch gerne. Was findet ihr? Lohnt sich richtig? Schreibt es mir. Und ansonsten herzlichen Dank fürs Zuschauen. Habt einen guten Start in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.